Läuft die Güster an der Belaya oder läuft sie nicht? Es gehen immer mal wieder kleine Güster rein, aber bisher noch nicht eine richtig große. Und die große, die hätte ich doch gerne. So eine schöne Güster, ja, noch schwerer als das Rotauge hier. Also Güster Trophy mit 800 Gramm ist mein Ziel. Testen, testen, testen heißt es ja immer wieder. Und gerade auch mit der Güster speziell hier mittlerweile schon bald am Rotaugenspot, oder? Was ist denn jetzt los? Also Güster, Güster, Güster. Ohne Futtermische ging es erstmal los hier mit Giebel und Schuppenkarpfen. Mit den ersten Futtermische-Bällchen ging es auf einmal los mit den ersten kleinen, wirklich, wirklich kleinen Güster. Und jetzt ist die Frage, kommt hier irgendwann nochmal was Größeres rein? Oder nicht? Lohnt es sich hier auf die Güster zu gehen? Ich guck mal eben rein. Lightwolf hatte mir hier einen Beitrag erstellt, was gepostet. Verschiedene Güster mit über 600 Gramm, also auch schon ein bisschen was Größeres. Allerdings sehe ich gerade nicht so wahnsinnig groß von der Frequenz. Aber trotz allem, ja, auch einiges an maßigen Fischen dabei. Also, es geht doch immer wieder die Güster rein. Allerdings, ja, man braucht, glaube ich, auch ein bisschen Geduld. Jetzt ist natürlich die Frage, bauen wir hier nochmal ein bisschen was anderes? Ich würde sagen, ich baue das Setup hier gleich nochmal ein bisschen um. Kurze Unterbrechung. Nächste Woche ist schon Valentinstag, also am 14. Februar. Von daher direkt mal gucken, was es hier bei Holzkern so Schickes gibt. Uhren, Schmuck, Armbänder, eine kleine Aufmerksamkeit für die Freundin oder mal was für die Mutti? Na, das ist ja wohl drin, oder? Also, Lieferzeit steht hier. 2 bis 5 Werktage. Reicht also noch ein bisschen überlegen. Mal kurz gucken, was hat die Freundin denn so im Schmuckkästchen? Was steht ihr denn? Was gefällt ihr denn? Was könnte denn gefallen? Oder was gefällt dir? Und dann 14% Rabattaktion sichern für 2 Artikel, beziehungsweise noch besser 15% mit dem Code Feierabend. Der funktioniert immer noch, deswegen nutzen wir doch einfach 15% Rabatt ab dem ersten Artikel. Das ist doch richtig gut. Und jetzt weitermachen. Und zwar nehmen wir hier auch nochmal den kleineren Haken. Ich nehme mal hier einen 10er-Haken. Er war hier mit 12er sogar nur unterwegs, Crème Brûlée und natürlich mit Karamell. Alles beides absolute Klassiker, so in der Kombination fürs Güsterangeln. Klappt, wie gesagt, immer wieder richtig gut. Ich bin hier relativ dünn unterwegs mit 6,4 Kilo Vorfach und weißt du was, wir gehen hier nochmal ein bisschen feiner rein. Ich gehe hier einfach nur mal mit 4,4 Fluorocarbon, genau. 4,4, 10er Haken und das Ganze passt soweit. Und jetzt gucken wir nochmal eben nach Karamell. Jüster Karamell, Alden, das Jüster. Habe ich hier verschiedenste Mischen, also mit Erbse als Basis, ganz klassisch und typisch fürs Güsterangeln. Zuckmückenlarve, Fliegenmade, das ist mit drin. Das sind auch klassische Komponenten in der Original-Güster-Futtermische. Und jetzt natürlich nochmal gemahlen, und zwar das gemahlen, was wir hier verwenden als Köder. Karamell und Crème Brûlée, Alden. Und Karamell als Aroma und das Ganze kommt hier raus, zack, 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 auf 8 Meter. 8 Meter lang, so soll er sein, also raus damit. Und dann gucken wir mal, ob hier ein bisschen was geht. Warum habe ich das jetzt nochmal umgebaut? Weil ich hier auf den beiden anderen Routen größer unterwegs bin. Ich habe mir gerade gedacht, allen Güster auf so einem kleinen 12er Haken ist mir einfach zu lütt. Ich will die Güster gerne halt ja auch als Trophy und tja, da bin ich einfach mit einem größeren Haken reingegangen. Ne? 8er Haken, das muss die Güster aushalten, da muss die Trophy reingehen. Ich habe nichts davon, wenn ich hier mir den Kescher voll mache mit dem 12er Haken. Ich will die Trophy, das ist für mich gerade das A und O. Gleich mal gucken, dass ich hier aufhöre mit der Futtermische, denn ich glaube, der Spot ist gleich ordentlich
angefüttert. Ja, warum das Ganze? Natürlich für die Trophäen hier an der Belaya. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Güster. Deswegen hier der Aufriss und deswegen hier das Sitzfleisch beweisen und immer wieder probieren und probieren und probieren, ob nicht irgendwann mal die olle Güster reingeht. Wäre doch mal richtig nice, wenn das mal klappt. Würde ich richtig feiern, denn dann hätte ich hier den nächsten Ehrenfischer an der Belaya. Richtig gut. Güster fehlt. Irgendwann, wie gesagt, wird sie reingehen. Immer mal wieder testen, die Spots ausprobieren und gucken, ob es geht. Manchmal klappt das auch ganz gut. Hier ein bisschen weiter links. Hier so. Geht auch immer mal wieder ganz gut. Aber er hat jetzt hier probiert, also teste ich jetzt hier. Sollte der Spot irgendwann gleich vielleicht überfüttert sein oder nichts mehr liefern oder, gehe ich einfach hier drüben hin und werfe dann hier aus genau das gleiche, 8, 9 Meter rum, zack, 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 eben rauswerfen und gut ist. Nochmal eine andere Möglichkeit, die hatten wir vor ein paar Tagen auch schon gesehen, die ist hier unten, hier, dann allerdings raus auf, oha, da muss ich jetzt gleich nochmal eben nachgucken, war das, das war ziemlich weit. Ich gucke gerade noch mal eben rein hier auf die Map und messe das aus. An der Belaya, das ging, glaube ich, ziemlich genau an die Kante von ungefähr von 68, 31, ja, 30 Meter sind es. Also von hier aus ungefähr, zack, 30 Meter weit raus und dann landet man genau hier an der Kante. Und da waren auch immer mal wieder die Güster in der Vergangenheit. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, hier den Spot und ein paar Meter daneben hier direkt den anderen Spot. Auch die gehen immer wieder. Also wenn der Spot mal hier tot ist, einfach daneben weitermachen. 195 Gramm. Ja, das ist natürlich jetzt knapp, ne? Das ist natürlich knapp. Also bisher noch nicht eine Güster, die richtig, richtig groß ist. Ich hoffe, da geht gleich noch ein bisschen was. Gleich jetzt hier die Abendstunden schön durchtesten. Morgenstunden auf jeden Fall noch mitnehmen, ganz wichtig. Gucken, ob da noch ein bisschen mehr geht. Ja, wie gesagt, vom Köderaufbau ganz wichtig hier Karamell und Creme Brûlée. Man kann natürlich auch mit anderen oder mit Mais das Ganze hier probieren. Milchcreme kann man testen, Sahne kann man testen. Also das funktioniert natürlich auch als Dip. Und dann hier vom Setup, wir haben hier steinigen Untergrund, deswegen hier Gravel als Farbe, als LED-Core. Und natürlich als Blei, sozusagen steinfarbenes Blei. Hier jetzt gerade mit Fluorocarbon und auf dem anderen Setup aber auch mal mit Karpfenvorfachsmaterial. Achterhaken jetzt hier, ich sag mal von einem 12er bis hin zum Achterhaken ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Vielleicht sogar, wenn es richtig gut läuft, nochmal mit einem 6er-Haken testen. Aber ich glaube, der ist hier zurzeit zu viel des Guten. Ja, Futtermische hatten wir gerade ja schon gezeigt. Das PVA, ne? Nochmal kurz in groß. Also, die Basics, die halt von der normalen Original-Futtermische drinne sind. Dann immer abwandeln, auch wenn man hier mal eine Komponente ändert. Dann einfach abwandeln und mit reinmischen. Und dann hat man eigentlich hier eine ganz gute Mische für die Güster. Ja, und das Ganze heißt dann hier testen, testen, testen und vor allem Sitzfleisch beweisen. Ich hoffe, das Ding ballert hier rein. Ich bin sehr gespannt. Wäre natürlich richtig nice, wenn ich hier irgendwann die Trophy abschließe. Ich muss jetzt einfach ausharren. So ist es. Der Spot funktioniert immer wieder. Ich werde es hier gleich noch schön halb AFK weitermachen und ein bisschen probieren. Und wenn es dann gleich hier rasselt, dann ist auch alles tutti. Dann habe ich den Ehrenfischer abgehakt an der Belaya und dann ist gut. Was natürlich auch mal passieren kann, was ein bisschen gefährlich ist, deswegen ist so ein 4 Kilo Vorfach auch wirklich schon grenzwertig. Es können hier Schuppenkarpfen reingehen und zwar auch richtig große Schuppenkarpfen. Das Größte, was ich hier schon mal drauf hatte auf diesem kleinen Setup, war um die 15 Kilo herum. Also das kann schon mal übelst Party machen. Und da muss man dann eben auch mal sich drauf gefasst machen, also ausreichend Schnur dabei haben. Boah, 700 Gramm, ja, das nochmal als Güster nehme ich gerne mit. Also, ich teste jetzt, wahrscheinlich wird es gleich erstmal so ein bisschen eine Flaute geben und dann hoffe ich doch mal auf die Morgenstunden, dass die wieder richtig abgehen. Also, Testspot, ob das funktioniert, ob das richtig abgeht,
bringt eigentlich nur die Zeit. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr geht. Bis jetzt noch nicht der ultimative Trophy-Spot. Aber wie gesagt, das ist auch an der Belaya hier nicht so leicht. Also ein Fisch, der immer wieder reingeht, aber super selten auch ist als Trophy. Ich habe schon einige Stunden hier drauf, um diesen Fisch zu suchen. Und ich hoffe einfach, irgendwann rasselt er rein. So viel dazu, so viel zu dem Spot. Kurze Info, kurzes Feedback. Gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, wenn es bei euch geklappt hat oder ob ihr was anderes rausgefunden habt, was funktioniert hat. Teste ich direkt. Von daher, Petri Lümmels, toi toi toi, dass das hier reingeht. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr live auf Twitch und auf YouTube natürlich gleichzeitig. So, und jetzt raussehen hier die Güster als Trophy. Petri.